TVB ist es angerichtet. Es ist eine spannende Saison, es sind große Herausforderungen. Und deswegen ist natürlich auch der größte Wasserball-Experte aller Zeiten direkt neben mir, wie immer dabei, Hagen Stamm. Und ich freue mich, dass wir heute gleich ein wichtiges Spitzenspiel erleben können. Und zwar spielt der Deutsche gegen den spanischen Meister. Und ich denke, da können wir uns auf einiges freuen. Es ist eine, wie ich schon sagte, sehr interessante Saison. Denn die Olympischen Spiele stehen im nächsten Jahr an. Und dafür muss sich die deutsche Mannschaft noch qualifizieren. Das heißt, für viele Spandauer Spieler Spiele. Sehr, sehr, sehr viel Möglichkeiten, sich international zu präsentieren. Und das Team aus Spandau hat das Anschwimmen gewonnen, hat die ersten zwei Möglichkeiten der Partien gehabt, spielt von rechts nach links mit den weißen Badekappen. Und muss jetzt den ersten katalonischen Angriff überstehen, das Team. Aus Spanien ist gespickt mit Nationalspielern, nur der Ersatztorhüter ist nicht Nationalspieler seines Landes. Also gleich eine große Aufgabe. Ja, schöne Parade von Laszlo Bax am Tor. Ich glaube, das ist auch wichtig, wie der Anfang jetzt da flutscht. Die Spanier sind klarer Favorit, muss man deutlich sagen. Vielleicht sogar auf den Titel in diesem Jahr in der Besetzung. Bax hält den super und damit jetzt Spandau vielleicht mit der Chance in Führung zu gehen und damit so ein bisschen Druck aufzubauen. Das wird das Wichtige. Erstmals bei Spandau dabei mit Dimitri Kollot. Ja, da schießt er innerhalb des 5-Meter-Raums bzw. 6-Meter-Raums. Die gelbe Hütchen am Beckenrand bedeutet, dass man, wenn man einen Foul außerhalb kriegt, schießen darf. Wenn man es innerhalb kriegt, darf man nicht direkt schießen, sondern muss erst passen. Und der Schiedsrichter hatte jetzt entschieden, dass es innerhalb war und dass er entsprechend den direkten Schuss nicht hätte nehmen dürfen. Italienischer Nationalspieler vorne im Center. Und wieder Baxter. Parade von Laszlo Baxter. Ja, mit der Nummer 5 Michael Bodegas, italienischer Nationalspieler. Die Italiener sind Weltmeister geworden in diesem Jahr. Konterfoul. Du wolltest gerade noch was zu eurem russischen Neuzugang sagen. Ja, neuer russischer Neuzugang Dimitri Kollot in seinem ersten Spiel. Er hat noch auf Malta gespielt in der Sommersaison, weil die Russen nicht für die WM qualifiziert waren wie die deutsche Nationalmannschaft. Ist meiner Meinung nach einer der besten russischen Wasserballer, sehr vielseitig. Knapp 2 Meter groß, 100 Kilo, auch ein echter Brocken und schwimmt dabei sehr schnell. Und wir werden, glaube ich, noch viel Freude mit ihm haben. Da kommt das Anspiel auf Bodegas, italienischer Nationalspieler Nummer 5. Und er kriegt den Ball aber nicht richtig zu fassen. Er wollte eine Rückhand schießen. Und damit weiterhin 0:0. Also erstmal schon mal gut, den Anfang einigermaßen vernünftig überstanden zu haben. Und da kommt jetzt in der Mitte Tibi Negrean durch. Noch 11 Sekunden Angriffszeit. Da legt er sich schön über Markus Stamm rüber und nimmt den Ball dann weg. Aber die Schiedsrichter haben keine große Lust, hier so viel Rausstellung zu geben, wie es beim Supercup am Wochenende war. Da gab es bei Spandau Waspo 40 Rausstellungen und am Ende hatte Spandau keine Spieler mehr und hat deshalb im Endeffekt das Spiel dann auch noch abgeben müssen im 5-Meter-Schießen, weil der Torwart als 6. Spieler mit ins Becken musste. Das hatte mit Sport eigentlich nicht mehr zu tun und hier gehen die Schiedsrichter ein bisschen zaghafter mit den Rausstellungen um. Sie haben nämlich noch gar keine gegeben im ersten Viertel bisher. Spandau mit großem Handicap. Liebe Grüße an Rémi Saudadier, der Abwehrchef und der Verantwortliche in der Abwehr. Liegt leider krank zu Hause, kann nicht spielen. Ja, da pfeift er mit Recht. Er zieht am Arm. Und nicht nur am Arm, sondern auch am Hals. Und damit gibt es die erste Rausstellung und eine Überzahlchance für Spandau.
Zeit rennt ein wenig. Noch drei Sekunden. Muss kommen. Da kommt erste Überzahl, erster Treffer. Ja, das hat sie natürlich spannend gemacht. Marin Restovic am Ende der Angriffszeit. Noch eine Sekunde war auf der Uhr, dann muss der Schuss kommen. Ansonsten wäre es in die andere Richtung gegangen. Und da zieht er den schön am Verteidiger und am Torwart vorbei in die lange Ecke zur 1-0-Führung. Also toller Start. Spanner spielt jetzt Zonenverteidigung. Das machen sie sehr gut. Noch 9 Sekunden Angriffszeit. Und es fällt der Ausgleich. Ah, schade. In die kurze Ecke. Munariz ist der Torschütze, einer von 10 spanischen Nationalspielern. Sehr schön in die kurze Ecke gezogen, an Baxa vorbei. Und vor allem sehr schnell, ohne Aufziehbewegung, gleich aus dem Pass. Weiter 1-1, noch zwei Minuten zu spielen im ersten Spielviertel. Ja, der ist relativ geil. Macht dann seinen zweiten Treffer, der auch sehr passabel rausgespielt war. Ja, super Pass von Denis Strzelecki mit der 7. Hat Marin da gesehen, Marin Restovic, der sich außen durchtankt. Und dann sieht man jetzt in der Zeitlupe, wie er sich die Zeit nimmt. Es ist auch sehr wichtig, dass er sich da Ruhe bewahrt. Es gibt ja die neue Regel, wenn man vor ist und wenn von hinten angegriffen wird und der Schuss verhindert wird, gibt es einen Penalty, ein 5 Meter. Also das wäre jetzt auch penaltyverdächtig gewesen, wenn der Ball nicht drin war. Also das war wichtig auch aus dem Spiel heraus. Keine Überzahl, sondern normal aus dem Spiel haben die Spanier geschlafen in der Verteidigung. Und daran sieht man auch, sie sind verwundbar. Sehr schön zurückgesprungen. Maurice Jüngling gut zurück, Denis Strzelecki gut zurück. Dadurch kann Luke hinten in der Verteidigung mit der 3 Luke Kiel die Arme rausnehmen und der Center durch den Ball abkocht durch die beiden zurückspringen. Und wieder 5 Meter. Sehr schön, das ist die neue Regel. Stedovic ist vorne. Der Pass kommt im Übrigen wieder von Denis Strzelecki. Toller Pass. Und jetzt Luke Gielen. Das ist für ihn, für das Selbstvertrauen wichtig, dass der sitzt. Ja, er sitzt 3-1 durch den Mann mit der Nummer 3, Luke Gielen. Ein Auftakt nach Maß. Ja, einfach hoch in die Mitte. Das ist manchmal auch okay. Wenn der Torwart flach spekuliert und flach springt, dann ist hoch, glaube ich, ein probates Mittel und ein toller Anfang. Vor allen Dingen löst Spandau mit Maurice Jüngling in der Verteidigung, der ja körperlich lange nicht wie Remy Saudadier ist, löst das in der Center-Verteidigung da sehr gut bisher. Er kriegt jetzt aber leider die Rausstellung. Ist vielleicht auch jetzt eine Konzessionsentscheidung, weil Spandau schon 2 Überzahl hatte. Und prompt 3-2. Ja, dann haben sie zu lang gelassen. Also das ist immerhin ein Olympiasieger mit Milan Aleksic, der Serbe Nummer 7 in den Diensten von Barcelona, der da zu lange zieht. Und dann, wenn er zu lange zieht, kann er sich natürlich die Torecke aussuchen. Der muss angegriffen werden, um den Schuss zu verhindern. Noch 34 Sekunden Angriffszeit, Spandau führt 3-2. 30 Sekunden Angriffszeit hat man, also die hätten nur noch 4 Sekunden, die Spanier, falls Spandau ausspielt. Also am besten ganz ausspielen und am Ende dann versuchen, einen Torschuss zu machen. Oh, da kriegt Matteo Tschuk leider wegen einer zu starken Rückwärtsbewegung und dann ein Stürmer-Foul gepfiffen. Sonst wäre es ein Tor gewesen. Schade. Jetzt sind es noch 14 Sekunden.
Noch 5 Sekunden, am besten keinen Schuss kriegen. Zwei Sekunden. Kommt nicht mehr dazu. Sehr gut. Das ist sehr gut, weil ich glaube, dass Ben Reibel den Ball holt im zweiten Viertel. Und damit ist die Überzahl dann vorbei für die Spanier. Guter Beginn, guter erster Spielabschnitt. 3:2 steht es für die Wasserfreunde aus Spandau. Marin Restovic mit 2 Treffern und Laszlo Baksa mit einigen Paraden waren bisher die beiden, die aus einem guten Spandauer Team ein Stück weit herausgestochen sind. Wir machen eine kleine Pause und sehen und hören uns gleich wieder. Zurück zum zweiten Spielabschnitt. Wasserball Champions League. Hagen Stamm hat gesagt, Spandau gewinnt das Anschwimmen. Leichte Nachteile. Aber ich verstehe nicht, warum der Schiedsrichter so entscheidet, denn der Spanier hat den eigentlich an Beckenrand gedonnert. Damit haben die Spanier jetzt natürlich die Überzahl. Das ist schade, weil die waren beide zusammen am Ball. Sehr schöner Block von Mateo Tschuk, glaube ich, in dem Moment. Vielleicht eine Sache noch, Mateo Tschuk wird heute ein Wahnsinnsspiel machen müssen, denn Stefan Plesivac spielt auch nicht mit, der etatmäßige zweite Center, montenegrinischer Nationalspieler. Er hatte am Wochenende Probleme im Schulter- und Nackenbereich, konnte überhaupt sich nicht bewegen. Und wahrscheinlich sind die Schmerzen so schlimm geworden. Sehr gutes Anspiel, konsequente Entscheidung, Rausstellung gegen Mateo Tschuk. Also der wird heute ein Wahnsinnsspiel machen müssen, weil es gibt keinen anderen Center. Es gibt noch ein paar Interimslösungen. Vielleicht kann Marco Stamm rein, vielleicht kann Dedovic rein, Nikola Dedovic. Oh, da hat er Pech. Der prallt von der Latte nicht gegen den Hinterkopf, wäre eigentlich verdient gewesen und dann ins Tor, sondern er prallt, glaube ich, direkt ab. Und er war eigentlich am Torwart vorbei, glaube ich. Torwart freut sich aber, als wenn er gehalten hätte, aber ich glaube, er hat ihn nicht gehalten. Sieht man jetzt noch mal wunderbar, der hat nicht mal die Finger dran, der hat nur Glück. Lukieren-Rausstellung, ja, das ist jetzt eben schade. Wir machen den vorne nicht, das wäre das 4-2 gewesen. Und die Spanier erneut mit Überzahl. Mit Granados da außen, ein sehr junger und aber schon einer der, wie ich finde, weltbesten Spieler. Und dann in der Mitte ist wieder Aleksic. Ja, aber Spandau spielt sehr aggressiv und schade. Da dachte ich, dass Marin Restovic in der Mitte vielleicht rankommt. Aber dieser Bursche, Nummer 2, Detolle, zwei Meter groß ist der, hat die Nummer 2 und ist auch über 2 Meter groß. Da ist sehr schwer ranzukommen. Schön auseinander gespielt und dann ist er natürlich riesig. Das ist ja, Marin steht da in der Mitte auch falsch. Er geht mit dem raus, er muss da in der Mitte bleiben und die Position abdecken. Aber okay, das war jetzt eben schade. Vorne haben wir Pech und die schaffen das 3-3. Und pressen von Beginn an wieder. Ja, Stefan Plesivac, dolle Schwächung, dass er nicht dabei ist. Man wird sehen, wie lange Mateo Tschuk da vorne durchhält. Mit der letzten Sekunde das Anspiel nach vorne, aber da war es sehr eng. Vielleicht wäre ein Schuss aus der zweiten Reihe am Ende der 30 Sekunden Angriffszeit besser gewesen. Und jetzt sind die Spandauer Unterzahl, weil Mateo Tschuk natürlich sehr schwer zurückkommt. Ist undankbar, die Fliesen gedrückt zu werden vorne und dann wieder zurückschwimmen zu müssen. Aber er hat es eingeholt und noch 7 Sekunden. Ja, verstehe Ben Reibel nicht, steht davor, greift ihn nicht an. Blay Malerach, auch spanischer Nationalspieler, Linkshänder, macht erst einmal die Führung für Barcelona. Der Spieler mit der Nummer 11 bringt sein Team in Führung mit diesem Treffer zum 4:3. Goal, Barcelona, Score,
Stamm zurück. Sehr schön. Hey, das 4:4, dritte Überzahl, zweiter Treffer. Tiberio Negrean, rumänischer Nationalspieler in Spandau-Diensten. Alter, cleverer Hase da. Wieder lange gewartet, Zeit ausgespielt. Sieht sich den Verteidiger an, wo er steht, und nimmt dann die kurze Verteidigerecke hoch. Sehr schön. Da passt Baxer super auf, springt mit raus und hilft dem Verteidiger. Sehr schön, macht er sehr gut. Ja. Abschluss wäre gut, wird nochmal die spielerische Lösung gesucht. Das war schade, ja. Vielleicht hätte Strzelecki schießen sollen, aber das Anspiel war im Endeffekt gar nicht schlecht, weil Stamm hat den Ball da vorne, Marco Stamm, und eigentlich wird er noch gefoult, aber der Schiedsrichter entscheidet sich, dass die Zeit vorbei ist. Strzelecki damit wieder Unterzahl. Oh, Baxer hält einen Riesener. Der von 2 Meter da die Hände ranzukriegen, ist wirkliche Klasse. Freut mich für Lazi da. Von 2 Meter kriegt er die Hände, ahnt die Ecke. Überzahl. Der Spanier hält mit 2 Händen, der Schiedsrichter zeigt es ganz deutlich. Beide Hände hinten hat den Spandauer am Einschwimmen und damit erneute Überzahl. Das wäre natürlich jetzt toll, da eine Führung zu machen. Ja, das nimmt Dimitri Kollot den Schuss jetzt da als Rechtshänder auf der rechten Seite. Natürlich einen sehr ungünstigen Winkel. Wäre besser gewesen, vielleicht zur anderen Seite nochmal. Auf der linken Seite hat ja ein Rechtshänder dann die richtige Hand. Also das war schade. Ja, ansatzlos. Wieder ohne Aufziehen der Vierer. Das ist wieder Munares. Alles, was da schnell ist, wenn der Verteidiger den Arm nicht draußen hat, falschen Arm in dem Fall. Weil die kurze Schussecke ist eigentlich die Verteidigerecke, die der Verteidiger blocken muss. Schade. Erneut Führung für die Spanier, obwohl Spandau vorne mit der Überzahl die Chance hatte, in Führung zu gehen. Situation. Sechs Sekunden. Und es wird viel mit dem Ball zirkuliert. Ja, der Ballablauf war aber eigentlich gut. Ja. Ich dachte jetzt gegen die Torwartbewegung. Also
Der, ja, war der rutscht ihn weg. Nee, der rutscht jetzt, ja, die Binegrean weg. War schade, Mateo Tschuk war frei. Marin Restovic und Mateo hätten den da drüben vielleicht alleine machen können, weil jetzt neue Regel heißt ja, Ecke darf ich alleine ausführen, darf aufs Tor gehen und darf ein Tor schießen. Also Marin Restovic hätte das Tor alleine machen können. Oder aber dann kurzer Pass zu Mateo Tschuk, der alleine war auf der Position neben ihm. Die Spanier wieder Überzahl. Ja, da war sehr schön gespielt. Wieder zu Nummer 2 mit 2 Meter Größe. Hat er natürlich da eine Reichweite, die gigantisch ist. Und 2 Tore Führung, 27 Sekunden vor Ende, ist natürlich auch psychologisch für die Spanier wichtig. Ein Angriff kann es definitiv noch geben. Überzahl. Jetzt noch 10 Sekunden. Es wird bei 2 Toren Führung bleiben. Ah, schade. Ich meine, es waren nur noch 11 Sekunden, aber das war von Kollo doch ein Schüsschen. Zurück, zweite Halbzeit, Wasserball Champions League. Die Wasserfreunde aus Spandau liegen mit 2 Treffern zurück, gewinnen aber das Anschwimmen, so gleich die Möglichkeit zu verkürzen. Ja, Mateo Tschuk und Marco Stamm wechseln sich jetzt in der Center-Position ab. Ist natürlich schade, dass da Marco als Spieler verschlissen wird. Aber es geht nicht anders, weil kein anderer Center da ist. Kriegt ja nur ein kleines Foul. Ben Reibel hat bisher nicht seinen Tag. Man muss aber fairerweise natürlich auch sagen, dass der 4 Wochen gerade bei der Grundausbildung der Bundeswehr war. Und erst wieder 2 Wochen jetzt nach dem Schlammrobben jetzt wieder im Wasser ist. Ist natürlich für ihn auch ein Handicap, aber so ist die Situation, wenn man die Glückskonstellation hat, dass man Bundeswehrplätze hat in unserer Sportart. Konterfaul. Generell wird diese Saison aber ja sowieso recht kräftezehrend. Ja, die wird sehr lang und schade, Ben Reibel hat gerade bei der WM jetzt eigentlich ein sehr gutes Turnier gespielt. Und es ist jetzt schade, dass er dann jetzt damit konditionellen Defiziten belastet ist durch diese Bundeswehrsache. Aber wie gesagt, es geht nicht anders. Wir müssen sehen, dass wir das Beste daraus machen. Dann ist eine tolle Geschichte, dass diese Sportfördergruppe existiert und damit eigentlich unseren Sport ermöglicht. Das war eigentlich ein Strich, aber dieser landet am Pfosten. Ja, aber schade, ich wundere mich immer, dass dieser ältere Torwart Lopez sich immer freut, wenn der Pfosten oder die Latte für ihn hält. Also der muss doch mit dem Selbstbewusstsein nicht so durchstrukturiert sein, dass er sich immer über die Erfolge seines Passes freut. Das Ergebnis gibt ihnen aktuell noch ein bisschen recht, muss man allerdings sagen. 7 Sekunden sind es noch. Und da hat er auch mal Glück. Aber Baxer reklamierte nicht als wir halten, sondern da konzentriert sich dass gleich auf den nächsten Angriff. Ja, jetzt kommt Markus Stamm von hinten, da wurde gewechselt. Ja.
Darf er nicht schießen, er verliert den Ball erst aus der Hand. Ist eigentlich völlig klar, dass er den nicht schießen darf. Muss hätte lieber nach hinten gepasst und von da ein Schuss. Also jetzt sieht es ja gerade ein bisschen lahm aus. Hoffentlich jetzt nicht das 7-4, sondern gerade in der Phase ist jetzt wichtig, den Anschlusstreffer zu machen. Spandau hat so eine Leistung am Donnerstag beim Supercup gemacht der letzten Woche. Da hat Waspo Hannover mit 3 Toren geführt, 12-9 und plötzlich stand es 13-12 für Spandau. Und dann Spandau da nochmal wirklich über sich hinausgewachsen. Aber auch die Spanier verkombinieren sich. Langer Ball nach vorne. Den wird von Marco jetzt versuchen, sich da rumzudrehen um den Verteidiger. Vielleicht schläft er. Abschluss. 4 Sekunden, schießen. 3 Sekunden. Ja, warum kann der den nicht ins Tor fälschen? Ne? Da hätte man jetzt vielleicht auch sagen können, Glück wäre okay gewesen. So leider immer noch 2 Tore. Konterfaul pfeift er da. Und Lukien kriegt einen ab. Das ist jetzt immer die Frage, wer kann jetzt in dieser Phase, wo es so ein bisschen plätschert, einen Akzent setzen und vielleicht ein Tor machen. Schieß, Junge. Schön, Marco holt da eine Rausstellung. Nein, Lukien holt die Rausstellung. Das wäre jetzt nach 8 persönlichen Fehlern bei Barcelona. Super, Schmelecki, ansatzlos. Torwart hat nicht aufgepasst. Sehr schön. Wichtiges Anschlusstor. Vielleicht auch noch mal ein Blick auf die Bank von Spandau, aber noch mal diese wunderschöne Torkurzecke, ansatzlos. Torwart reagiert überhaupt nicht. Ist manchmal das schönste Mittel, einfach überraschend. Vielleicht noch mal ein Blick auf die Bank von Spandau. Es ist natürlich heute auch ein zweiter Neuer, der das erste Mal dabei ist. Mit dem kleinen Alex Sekulic. Der Junge ist gerade, glaube ich, erst vor einem Monat 16 Jahre geworden mit der Nummer 2. Und jetzt hier in der Champions League. Der wird nachher vielleicht noch zum Einsatz kommen, weil die anderen Spieler mal eine Pause brauchen. Eins der größten deutschen Talente hat sich entschieden, von Bayer Uerdingen nach Spandau zu wechseln. Heute auch in seinem ersten Spiel. Wie baut man so jemanden perfekt auf, wenn er gerade erst 16 Jahre alt ist? Naja, also für sein Alter hat er schon eine gewisse Erfahrung. Und ansonsten ja, einfach fleißig arbeiten, der Junge. Ja, es ist, wir haben alle Defizite, aber er hat gute Voraussetzungen. Er schwimmt okay, er hat gute Beine. Sehr schön geblockt, schade. Und dann fällt der Treffer doch. Boah! Der kommt überhaupt nicht mehr zum Luftholen. Also es ist jetzt auch zu viel. Aber der rumänische Schiedsrichter Alexandrescu, einer der besten der Welt, als Schiedsrichter sieht das und der sagt, er muss ihm jetzt irgendwie helfen, dass er am Leben bleibt. Und da ist Vollhaus mit seinem ersten Tor. Ich habe gesagt, wir brauchen ein Erfolgserlebnis, der Junge. Der ist ein sehr guter, hat 2 Brötchen jetzt geschossen im ersten und im zweiten Viertel. Jetzt ist es so, dass er da schön in die kurze Ecke den zieht, den Aufsetzer. Wunderbar. 6-7, Spandau bleibt dran. Und das Wichtigste ist einfach, dass die Spanier damit unter Druck gehalten werden, weil ein Tor ist nicht sicher. Wenn die 3 oder 4 Tore weg, dann fängt er an, die Maschine zu arbeiten. Aber solange es jetzt ein Tor ist, sind die auch nur aus Blut und Fleisch. Aber der war natürlich wunderbar geschossen, kurze Ecke. Schade, ich hatte gehofft, dass wir jetzt die Chance kriegen, vielleicht vorne den Ausgleich zu machen. Aber die gehen wieder 2 Tore weg. Score is 0-4-6 and 8.
Ja, jetzt muss man vielleicht anfangen, auch so ein bisschen taktisch schon zu denken. Wenn man auf die Anzeigetafel guckt, bei uns hat Maurice Jüngling zwei persönliche. Nach drei persönlichen ist das Spiel vorbei. Und bei den Spaniern ist es aber diese überdimensionale Erscheinung, die Nummer zwei, auch schon mit zwei, schade, mit zwei persönlichen Fehlern. De Torre, der auch schon zwei Tore geschossen hat, und mit der Nummer 6 Marc Larumbe, auch spanischer Nationalspieler, auch schon zwei. Also da muss man versuchen, bei denen vielleicht den dritten zu provozieren. Noch 7 Sekunden Angriffszeit. Sehr schön, sollte ein Bogenball werden, aber Baxer riecht den Braten im Tor. Ah, es gibt ein Gesetz, Torschießen nur mit Ball. Und da muss man sich anbieten und den Ball holen, sonst sind schon so viel Angriffszeit vorbei. Ah, schade, jetzt Fehlpass von Collot auf Negrean und damit sind die Spanier Überzahl. Den hält er aber mal richtig gut. Ja, tolle Parade. Also Baxer macht bisher heute ein sehr gutes Spiel. Die Spanier jetzt natürlich dann auch die neue Regel nach einer Ecke. Nicht mehr 30 Sekunden Angriffszeit, sondern nur noch 20. Baxer war wieder dran, meiner Meinung nach, ja. Aber die Schiedsrichter haben es nicht gesehen. Es gibt keine Ecke, sondern es gibt Abstoß. Für mein Gefühl hatte er wieder die Finger dran. Ah. Zeit läuft runter, 18 Sekunden sind es noch. Ja, aber schade, hätte man vorne noch ausspielen können, dann kommen die Spanier überhaupt nicht mehr zum Torschuss. So kriegen sie jetzt noch eine Chance. Der Ball geht gegen den Pfosten, abermals guter Versuch außer Distanz. Somit läuft die Zeit runter. 6:8, zwei Tore aufzuholen, das ist die Mission für den letzten Spielabschnitt. Wir machen eine kurze Pause und sehen und hören uns gleich wieder. Wir sind zurück, letzter Spielabschnitt in der Wasserball Champions League. Banda holt sich abermals den Ball zum dritten Mal in diesem Spiel. Ja, diesmal Dennis Strzelecki, der den Ball da holt. Und wir müssen sagen, bisher 8:6. Spandau schlägt sich sehr gut. Mit ein bisschen mehr Glück vielleicht, aber mit ein bisschen mehr Durchschlagskraft auch in der Überzahl. Hätte es anders schon aussehen können. Jetzt muss der Abschluss kommen. Ja, und wenigstens eine Ecke. Schöner Schuss, Marin Restovic oben in die Ecke. Torwart hält, diesmal hält dann wirklich. Und Spandau neue 20 Sekunden Angriffszeit. Wie gesagt, die neue Regel, nach einer Ecke nicht mehr neue 30, sondern nur neue 20. Oh, pfeift jetzt da Stürmer faul, wo man da, glaube ich, auch anders entscheiden kann, aber okay. Ja, ich war gerade dabei, 8:6 bisher sehr ehrenhaft, was Spandau da macht. Wir dürfen nicht vergessen, Remi Sauterdier fehlt, Stefan Blesiwatsch fehlt, Luke Gielen hat nicht richtig trainiert in der Woche, Ben Reibel war bei der Bundeswehr. Luke Gielen hatte Schulterprobleme.
Oh, da pfeift er eine Ausstellung. Hadi ist komisch, also dass er die jetzt pfeift, hätte er nicht mehr machen müssen. Der Ball war weg, der Verteidiger springt zurück. Aber es ist immer die Frage, belohnt der Schiedsrichter den zurückspringenden Verteidiger oder belohnt er nicht? In dem Fall hat er ihn überhaupt nicht belohnt, sondern gibt die Ausstellung. Und es fällt der Treffer. Ja, dieser Alexic ist ein Schussmonster aus der zweiten Reihe. Dritte Tor, ansatzlos. Zelensky hat die kurze Ecke frei, anstatt die kurze Ecke dicht zu machen. Und das riecht er natürlich sofort und damit erstmalig drei Tore. So, nächste Wurfgelegenheit, nächster Treffer und es ist der zweite Treffer für den Neuzugang am heutigen Tag. Ja, Dimitri Koller, der hat sich warm geschossen jetzt. Ja, der war sehr schön. Aufsetzer, schwer zu halten, sehr schwer zu halten. Außenquerpass. Kurz noch überlegt und dann ist er drin. Sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Ja, diesmal hat er beide Arme raus und der Schiedsrichter gibt keine Geschenke. Wo ist die Anspielstation? Ja, da ist sie. So, wer nimmt den Wurf? Markus Stamm, schade. Vielleicht ein bisschen mehr Schmackes wäre nett gewesen, weil der ist zu weite Distanz, aber an Pfosten. Torwart hat ihn nicht erhalten, sondern im Endeffekt wieder das Gebälk. Der wäre natürlich jetzt super gewesen. Innerhalb von 2 Minuten 2 Tore aufgeholt. Wäre super, aber jetzt kriegt er einen Konterfoul da. Macht den Konter. Da ist die Überzahl auf der Seite. Ja, aber sie kommen nicht in Überzahl vor das Tor. Ausstellung. Aber das war ein sehr schöner Pass. Und damit ist die Chance da, auf ein Tor zu verkürzen. Den hält er diesmal. Ja, der war auch nicht so zwingend geschossen. Ja, da die gesamte spanische Armada jetzt da im Wasser mit Muñariz. Und da ist er wieder. Schön gehalten von Baxter. Nicht drin. Sehr schön. Kein Tor gepfiffen. Wieder aus der Nadel. Ich will lieber nicht sehen, ob der nicht doch über der Linie war. Aber der Schiedsrichter stand da. Und ich glaube, der hätte das Tor gegeben, wenn es Tor gewesen wäre. Also sehr schön von Baxter, zweimal reagiert. Und damit die Chance weiterhin. Das Spiel ist noch offen. Vom Verteidiger geblockt. Nikola Dedovic versucht da das Foul zu schinden auf 6 Meter und dann zum Torschuss zu kriegen, kriegt das Foul, aber trifft dann leider nur den Verteidiger. 3 Minuten, 2 Tore geht aber. Ja, aber das ist eine dumme Ausstellung von Marin. Er lässt den Mann vor und dann wundert er sich, dass er rausfliegt. Was darf in dem Spiel jetzt in der Phase natürlich nicht passieren. Thank you.
Lenz wieder durch die Mitte und es hat wieder Erfolg. Und wieder fällt das Tor vom Pfosten. Ich glaube, das fünfte oder sechste jetzt vom Pfosten. Anspiel, zweite Reihe. Und wieder geht der Mann nach außen weg. Markus Stamm in dem Fall jetzt. Gleiche wie vorhin, Sibi Negrean. Verstehe ihn nicht. Völlig entgegen jeder Regel nach außen. Der Eckmann ist der ungefährlichste und vorne auf dem Pfosten werden die Leute freigelassen. Aber leider jetzt drei Tore, das ist fast unmöglich in drei Minuten. Aber nur fast. Schade, der Spielzug war toll, aber das Konterfoul war nicht bei Nikola Dedovic, sondern vorne bei Matteo Tschuk. Ansonsten hätte es eine Rausstellung da geben können. War schön eingeschwommen, schöner Pass von außen. Eigentlich toll gemacht. Aber da so die Spanier wieder in der Mehr. Konterfoul hat er. Ja, das sieht man an der Bewegung und an der. Ja, sie ackern. Man kann ihnen keinen Vorwurf machen. Sie kämpfen, sie versuchen. Aber da waren die Spanier heute in der Besetzung. Mal eine Nummer zu groß. Schade, der war gut. Wenn er aufs Tor gekommen wäre, glaube ich, hätte er vielleicht keine Chance gehabt, der spanische Torhüter. Und warum nicht mal so einen Versuch machen? Aber ich glaube, die Spanier waren heute abgekochter, cleverer, haben bei einem klaren Rausstellungsverhältnis zugunsten von Spandau mit guter Unterzahl und aber sehr vielen Nadelstichen es geschafft, dass sie diese drei Tore-Führung jetzt herausgespielt haben. Wieder so eine unnötige Ausstellung, wo man den Mann vorlässt. Da ist er entspannt oder noch nicht clever. Oder vielleicht sind die Kräfte am Ende. Und der spanische Trainer nimmt auch seinen Timeout, möchte dann den Sack endgültig zumachen. Und eine Auszeit nimmt der spanische Trainer Basoletta an Jesus Martin. Timeout Team Basoletta kicken bei Jesus Martin. Naja, es wäre schöner, wenn Spandau dann noch ein Tor macht, sonst ist er zu hoch jetzt. Also es ist einfach. Aber die werden wieder lange spielen, werden wieder versuchen, auf dem Pfosten dann zu spielen. Allerdings ist Baxa wieder zur Also an Lazi Baxa lag es nicht heute, muss man sagen. Er hat sein Ding gemacht da hinten, ein Tor. Schließen das Ding mit einer ebenfalls schönen Kombination ab. Ja, aber das stand jetzt schon in der Zeitung. Wieder vom Pfosten. Wir nutzen die Zeit kurz noch für den Ausblick. Wie geht es in den kommenden Wochen und Monaten weiter? Naja, wir haben jetzt leider erstmal eine Pause in der Nationalmannschaft. Oder nicht leider. Wir müssen zur Europameisterschaftsqualifikation nach Tiflis gegen Georgien und gegen die Schweiz. Dann kommt ein Bundesliga-Wochenende und dann geht es auch schon wieder mit Champions League weiter in zwei Wochen. Also ist das Programm ist einfach der Wahnsinn. Da kriegt Spandau auch noch eine Ausstellung. Und noch 16 Sekunden und vielleicht können Sie noch was Zählbares machen. Der Kalender in diesem Jahr ist einfach irre. Es ist einfach so viel. Es gibt dann noch eine Europameisterschaft im Januar und es gibt dann die Olympia-Qualifikation im März. Und es gibt den dritten Treffer. Ja, Kollot, ein sehr schönes Tor noch bei 0,2 Sekunden, nicht bei 2 Sekunden, sondern 0,2 Sekunden. Den zimmert der da wunderbar in die lange Ecke.
Also er hat heute gezeigt, dass er eine echte Verstärkung für uns ist. Wenn wir in besten Besetzung eingetreten wären, heute mit Plesivac und mit Saudadi, glaube ich, dann hätten wir eine andere Konstellation gehabt. So verlieren wir mit 3 Toren. Ich glaube, das ist ein korrektes Ergebnis. Die Spanier waren besser heute. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank an Hagen Stamm. Viel Glück für die kommenden Aufgaben in den kommenden Tagen und Wochen. Und wir sehen und hören uns demnächst wieder. Bleiben Sie sportlich.